Hallo, ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. Heute geht es mal um eine Tuschzeichnung. Wie beginne ich eine Tuschzeichnung? Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Maler früher eine Idee hatten oder etwas gesehen haben, brauchten die einfach eine Zeichentechnik, damit sie das ganz schnell auf dem Papier umsetzen konnten, damit sie es merken konnten. Also diese Zeichentechniken mussten ratzfatz funktionieren und da durfte nicht groß überlegt werden. Das war Teil des Handwerks. Und heute geht es zum Beispiel um so eine Zeichnung, das habe ich in München gesehen. In München, das ist so ein kleiner Weg, der zwischen der Elisenstraße, glaube ich, ist das, die Elisenstraße rüber zum Königsplatz geht, so eine kleine Abkürzung. Und da ist so ein Weg und den habe ich gesehen, was mir da so gefallen hat. Das ist also nicht in der Nacht, sondern das ist ein ganz, ganz heller Tag gewesen, aber ist der Tag sehr hell, ist natürlich auch der Schatten sehr dunkel. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, auch mit den Reflexlichtern hier unten. Und da möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr sowas angehen könnt. Thank you.
Du bist dabei geblieben, vielen Dank. Wenn dir mein Video gefallen hat, bitte gib mir ein Like, abonniere den Kanal, läute die Glocke und schreibe gerne etwas in die Kommentarleiste. Hast du Wünsche zu einem bestimmten Thema, wenn ich dir erfüllen kann, dann drehe ich gerne ein Video dazu. Mit den anderen Wünschen muss ich an die entsprechende Stelle wenden. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleib tough und adios.